Willkommen zurück zu Folge 3 von Final Fantasy 7, was bisher geschah. Nachdem unser erstes Ziel, Marco Reaktor Nummer 1, bereits in Schutt und Asche liegt, ist nun Reaktor Nummer 5 an der Reihe. Umweltbewusst wie unsere Ökoterroristen nun mal sind, nehmen wir den Zug zum Bombenanschlag. Doch die Ausweiskontrolle entlarvt unsere Fälschungen als solche, die Abriegelung des Zuges droht. Wir können gerade noch so aus dem fahrenden Regionalexpress springen, landen aber in Sektor 4. Nach einem Gewaltmarsch durch das Tunnel- und Reaktorsystem erreichen wir unser Ziel, Marco-Reaktor Nummer 5. Doch kaum dort angekommen, bricht Cloud wieder mit einem hochfrequenten Signal im Ohr zusammen. Er sieht eine Szene, in der Tifa vor ihrem regungslosen Vater kniet. Sephiroth habe ihn niedergestreckt. Sie schnappt sich ein herumliegendes Schwert und stürmt davon. Sephiroth? Das war doch der legendäre Shinra-Kämpfer, Clouds Vorbild bei Soldat. Was geht da vor sich? Naja, wir haben eine Mission zu erledigen. Die Bombe wird erfolgreich platziert. Zeit, uns aus dem Staub zu machen. Doch dann schnappt die Shinra-Falle zu. Unsere Party wird von Soldaten eingekesselt. Und plötzlich erscheint hoher Besuch. Extrem hoher Besuch. Präsident Shinra, der mächtigste Mann Midgars und womöglich des Planeten, macht uns höchst selbst die Aufwartung. Und er hat uns einen Spielkameraden mitgebracht. Yay! Der Airbuster, ein Technosoldat und behelfsweise ein ordentlich großer Roboter aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Der Präsident flieht, während wir Robocop zu Elektroschrott verarbeiten. Die Explosion des Roboters reißt nicht nur die Brücke in zwei, sondern lässt auch Cloud in einen tiefen Abgrund stürzen, während im Hintergrund der Reaktor explodiert. War's das mit unserem zackigen Blondie? Nicht ganz, denn Cloud hört nicht nur eine, sondern gleich zwei mysteriöse Stimmen aus dem Off, als er langsam wieder zu sich kommt. Eine der Stimmen gehört dem Blumenmädchen aus den Slums. Wir befinden uns in einer Kirche. Das Dach und die Blumen haben Clouds Sturz so weit gebremst, dass der Gute bald wieder wie eine Eins steht. Jetzt gilt es, zu den anderen zurückzukehren. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auch zu Folge 3 von Final Fantasy 7. Ihr fragt euch sicherlich, was ich schon wieder in der Halle der Anfänger mache. Die hatten wir noch in der letzten Folge bereits hinter uns gelassen. Und ja, ich war ein wenig schluderig. Vielen Dank an Wolfgang, der mir einen sehr guten Hinweis gegeben hat. Und zwar hier unten ein wenig versteckt im Bildrand befindet sich dieser Junge. Und nicht nur dieser Junge, dieses Blaue, was da hervorblitzt, ist eine Substanz. Und zwar die, meiner Meinung nach, sehr wichtige Alle-Substanz. Was die macht, erkläre ich in einer Minute. Hey, auf Anhieb! Das war Substanz. Nimm als nächstes diese Schatztruhe. Wird das Kind fast von der Schatztruhe erschlagen, aber ist nochmal gut gegangen. Da gibt es einen Äther. Jetzt hör zu, in diesen grünen Schatztruhen sind viele weiße Objekte versteckt. Ich weiß nicht, was sie da schon wieder übersetzt haben, aber für mich, also entweder habe ich jetzt vor kurzem Farbenblindheit entwickelt oder die Schatztruhe ist für mich eher rötlich. Aber naja, viele weiße Objekte versteckt. Es gibt Schachteln und Tüten, gib also acht, dass du keine übersiehst. Ja, wie diese hier, die habe ich ja erfolgreich übersehen. Was macht diese Allosubstanz? Das zeige ich euch. Nämlich, ihr seht diese Verbindungen hier. Ihr habt hier quasi so eine Verbindung zwischen diesen beiden, ja, sag ich mal, Substanzschächten. Und wenn ich jetzt diese Allosubstanz nehme und das mit Blitz kombiniere, kann ich einmal pro Kampf alle Blitz wirken. Das heißt also ein Blitzangriff, der alle Gegner trifft. Und das ist tatsächlich in der Map, die kommt ein absoluter Cheat. Ich zeige euch das mal, was das für Schaden anrichtet. Ja. Also ihr seht, damit kann ich durch die Party der Gegner komplett durchrasieren. Ja. Aber ich würde sagen, ich springe dann jetzt mal zu dem Zeitpunkt, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Mit der Alle-Substanz. Und dann sind wir genau da, wo wir die letzte Folge unterbrochen haben, nämlich vis-à-vis mit dem Blumenmädchen in der Kirche in den Slums. Ich habe ungefähr die gleiche Anzahl an Kämpfen gemacht. Ich glaube, ich habe minimal mehr Erfahrungspunkte, aber Cloud befindet sich auf Ebene 11. Eine Änderung gibt es zu unserem letzten Spielstand, eigentlich zwei. Ihr seht es, die wunderbare Alle-Substanz, die mir so viel Spaß macht, befindet sich nun in Clouds Inventar. Gleichzeitig befindet sich aber auch etwas in unserem Inventar, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit mir mitschleppen würde, nämlich tödlicher Müll. Das ist so ein Single-Use-Item, also ein Item, was man einmal werfen kann auf die Gegner. Man kennt es aus anderen Rollenspielen und das hat dann einen bestimmten Effekt auf die Gegner. Granate geht in dieselbe Kategorie. Mit dem tödlichen Müll, von denen ich jetzt 4 Stück habe, macht man scheinbar Bio 2. Dafür habe ich keine Granaten. Der Vollständigkeit halber, damit ihr es wisst, wir sprechen mal mit der Dame hier. So treffen wir uns also wieder. Cloud hat das Gedächtnis eines Goldfisches. Scharf nachdenken, woher er sie kennt. Erinnerst du dich nicht an mich?
Ja, ich würde sagen, wahrheitsgemäß, ich erinnere mich schon an sie. Das war nämlich das Blumenmädchen aus den Slums, was wir im Intro gesehen haben und was wir auch nach dem Bombenattentat auf Reaktor Nummer 1 in der Stadt getroffen haben. Also wahrheitsgemäß, ja, ich erinnere mich an dich. Ja, ich erinnere mich. Du bist die Säuferin aus dem Slum. Genau das ist sie. So sieht sie aus. Nein, sie hat Blumen verkauft. Wir bleiben mal bei der Wahrheit. Oh, ich bin so glücklich. Ja, einfach zufriedenzustellen, die Gute. Danke, dass du meine Blumen gekauft hast. Sag mal, hast du irgendwelche Substanzen? Ich mag diese Posen einfach. Ja, etwas. Heutzutage kannst du überall Substanzen finden. Aber meines was Besonderes, taugt sie absolut nichts. Taugt sie nichts, du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es, sie hat einfach keine Wirkung. Ich fühle mich sicher, wenn ich es habe. Es gehörte meiner Mutter. Hör mal, ich würde gern etwas da besprechen. Fehlst du dich stark genug, da Fee? Sie hat plötzlich einen eigentümlichen Akzent entwickelt oder einfach UR ist jetzt ersetzt durch E mit Apostroph. Aber nur in dieser Dialogbox. Ich habe mich über die Übersetzung schon ein paar Mal geäußert. Sie hat einen gewissen Charme. Es gibt, habe ich herausgefunden, Achtung kleine Trivia, es gibt ein Patch, wo ja eigentlich im Wesentlichen Fans hingegangen sind und das originale japanische Skript genommen haben und das halt sozusagen sinngemäß nochmal ausführlicher übersetzt haben. Weil ich glaube, es waren zwei Damen, die diese Übersetzung getätigt haben. Das ist sehr, sehr rushed gewesen, was man der Qualität halt eben anmerkt. Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne an. Ich spiele hier das Original mit allen Ecken, Kanten und Macken. Nach allem treffen wir uns also hier wieder, okay? Tja, von mir aus, wo will sie hin? Du wartest hier, ich muss nach meinen Blumen sehen, bin gleich wieder da. Boah, sie ist aber weit weggegangen, so. Das ist echt so, warte mal kurz, ich muss mal kurz wohin. Ja, hier bin ich jetzt, toll. Du hättest dich nicht verabschieden müssen, wenn du 2 Meter weiter gehst. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich wieder die Kontrolle, genau. Ein Hinweis, genau, also man kann jetzt hier nicht wirklich viel machen, hier gibt es nichts zu erkunden, ich kann hier nicht mal raus. Das heißt, das Spiel geht erst weiter, wenn ich wieder die Konversation mit ihr suche. Und das tue ich. Hier bin ich wieder. Lang nicht gesehen. Nur ein wenig länger. Oh. Jetzt, wo du es erwähnst, noch nicht. Wir haben uns einander nicht vorgestellt, oder? Ich heiße... Die Säuferin aus dem Slum. Jetzt haben wir wieder eine Kontroverse. Und zwar, es gibt 2 Lager für diesen Namen letzten Endes. In der englischen Version und der deutschen Version, der Originalversion von Final Fantasy VII, die wir spielen, heißt sie Aeris, ne? Mit S. In allen anderen weiteren Varianten von Final Fantasy VII, im Remake, in der gesamten Compilation, es gibt ja auch einige andere Spiele, die in diesem Universum stattfinden, was glaube ich damals ein Novum war für eine Final Fantasy Reihe, heißt sie Aerith mit TH, ne? Also Aerith. Und ich habe tatsächlich mal bei mir, ich muss mal nachgucken, wie jetzt überhaupt das Ergebnis ist, habe ich mal in Discord nachgefragt, in meinem Discord-Server, was ist eigentlich euer Favorit? Und da gab es eine hauchzarte Mehrheit für Aerith. Da das der Name ist, den man im Internet jetzt eigentlich auch immer findet und wie gesagt, der auch im Remake ist und der eigentlich sozusagen die richtige Übersetzung ist, mag man meinen, habe ich mich auch dazu entschieden. Ich bin auch dafür, sie jetzt mal Aerith zu nennen, um die Nostalgie so ein bisschen durch das Kanonische zu ersetzen, muss man sozusagen. Wir wählen Aerith mal aus. Ich bin Aerith, das Blumenmädchen. Freue mich, dich kennenzulernen. Da kommt ein Besucher. Mein Name ist Cloud. Was machst du? Ich bin ein Mann für alle Fälle. Das klingt nicht jugendfrei. Oh, ein Mann für alle Fälle. Jawohl. Ja, ich mache alles, was erledigt werden muss. Das ist so lustig. Worüber lachst du? Ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn sich jemand mir vorstellen würde. Hey, mein Name ist Cloud. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Entschuldigung, es war nur... Okay. Sehr schön. Tut mir leid, schlechtes Timing von mir. Gut, ich nehme an, ich muss mal mit dem Herrn hier sprechen. Cloud, ignoriere es doch einfach.
Es. Ja, ist jetzt ein Neutrum. Der Mann für alle Fälle. Macht ihr mich keine Sorgen. Das ist gut. Sorgen mache ich mir ohnehin nicht. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Ich bin für alles vorbereitet. Sag mal, Cloud, warst du jemals ein Leibwächter? Du übernimmst wirklich jeden Job. Stimmt's? Ja, wenn die Bezahlung stimmt, dann macht Cloud wirklich alles. Foreshadowing. Ja, stimmt. Dann bring mich hier raus. Bring mich nach Hause. Ich dachte, du arbeitest hier. Okay, mache ich. Aber es wird dich einiges kosten. Also, lass mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Toll! Ist das auch Teil der Berufsbezeichnung für den Mann für alle Fälle? Escort Service, hat er hier gerade den Vogel gezeigt? Escort Service Strife. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Du kennst mich nicht. Cloud ist ein bunter Hund, den kennt jeder. Ich kenne dich. Oh ja, ich kenne dich. Diese Uniform. Hey, Schwesterchen, seltsam, was? Sei still, sei still, sei still. Sei still, du Shinra-Spion. Reno, soll er kalt gemacht werden? Ich hab mich noch nicht entschieden. Ich will hier keinen Kampf, ihr ruiniert die Blumen. So, der Leibwächter macht sich mit Aerith aus dem Staub. Der Ausgang ist dort drüben. Sehr schön, jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Diese Sequenz sehen. Doch nicht mitten durch die Blumen, Reno! Es waren Marco-Augen. Ja, in Ordnung, zurück an die Arbeit, zurück an die Arbeit. Oh! Und tretet nicht auf die Blumen. Hey Reno, du bist gerade auf sie getreten. Sie sind alle ruiniert. Dafür wirst du höllischen Ärger bekommen. Ja. Dafür gibt's aufs Maul. So, wir können jetzt Folgendes machen. Wir haben nämlich jetzt ein neues Partymitglied. Wuhu! Aerith steht in der zweiten Reihe und da steht sie gut. Was wir jetzt tun können, ist, sie mit Substanzen auszurüsten. Denn praktischerweise haben wir diese Substanzen, die die anderen Partymitglieder hatten, die wurden automatisch unequipped und damit hat Aerith das. Ich habe ebenfalls in meinem Inventar den Titanreif. Der ist besser als der Bronzereif, weil der hat keine Schlitze, da kann ich keine Materie reindäumen. Das kann ich hiermit aber tun. Und das ist gut, weil damit hat Aerith Eis und Feuer. Aerith befindet sich auf Ebene 7. Das ist nicht viel, aber wenn wir uns das mal angucken, sie hat einen hohen Zauberwert. Nicht so hoch wie Cloud, aber Cloud ist, wie gesagt, 4 Level über ihr. Das heißt also, sie eignet sich wirklich gut als Zauberin unserer Party. Cloud haut drauf. Aerith macht Magie. Wir befinden uns in der Kirche. Genau, wir können jetzt hier weitergehen. Aha, so geht's weiter. Das ist ein beherzter Sprung. Aha, Zufallskämpfe gibt's hier also auch. Ich weiß nicht, was Reno und die Shinra-Leute machen. Wahrscheinlich so ein bisschen Blumen pflücken. Genau, Eagle Flow, interessant. Und jetzt, genau, es ist, ich find's einfach phänomenal. Alle Blitz. Es ist einfach fantastisch. Deswegen hat es sich gelohnt, die ganze Stunde nochmal zu spielen, allein um diese Substanz zu haben. Es wird nicht, ich kann es schon mal spoilern, es ist nicht die einzige Substanz, die wir im Laufe des Spiels finden werden, aber die nächste dauert tatsächlich eine ganze Weile. Deswegen ergibt es Sinn, ja. Da sind sie, da drüben. Cloud, da! Ich weiß, sieht nicht so aus, als würden die uns gehen lassen. Was sollen wir tun? Naja, ihr habt eben einen 1A-Weitsprung quer durch die Kirche gemacht. Vielleicht macht ihr das nochmal. Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur noch eins. Aerith, hier entlang. Aerith, das haben wir eben geschafft. Du warst halt nur in Cloud drin. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Okay, pass auf, dass sie nicht durchkommen.
Die Alten entkommen. Angriff. Angriff. Aerith ist erschossen. Rest in peace. Aerith. Meinst du, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Nee, steht wieder eins. Cloud, Hilfe! So, und jetzt gibt's hier ein kleines Minispiel. Verdammt! Was ist das? Aerith! Es gibt zwei Möglichkeiten. Warte mal einen Moment, kämpf gegen sie oder lauft! Plötzlich wird sie Euer Hoheit, lauft! Warte mal einen Moment. Wir können nämlich jetzt hier Folgendes tun. Wenn ich mit der Steuerung klarkomme. Ihr seht diese, Fässer. Und die können wir gewinnbringend einsetzen. Hier ist ein Fass, wenn ich es hinüberschieben könnte. Fass verschieben. Ja, machen wir mal. Und... Bam! Ja, schöner Satz. Danke, Cloud. Und schon wieder ein Kampf. Ich finde, die Zufallskämpfe hätten sie sich hier vielleicht sparen können, weil... Ja, finde ich so ein bisschen antiklimaktisch. Während Aerith sich da unten mit den Shinra-Soldaten rummüht, darf ich mich mit ein paar Igelflöhen beschäftigen, die meinem omnipotenten Blitzzauber zum Opfer fallen. Toll. Genau. Okidoki. Ich bringe mich mal in Position. Eik! Was ist für ein Wort? Eik! Laut Hilfe! Aerith, warte mal einen Moment. Dann machen wir das mal. Ist das das Richtige? Bam! Eik! Urk! Danke, Cloud! Immer gerne. Ja. Da erscheint sie. Cloud, Hilfe! Warte mal einen Moment. Ich habe hier noch ein wunderbares Kompaktfass. Ja, verschiebe das Fass. Treffer, 3 von 3. Danke, Cloud. Ich kann euch auch erzählen, was passiert, wenn... Ja, also eigentlich, wenn Aerith... Jetzt gelingt der Sprung. Fantastisch. Ich kann euch sagen, was passiert, wenn Aerith sozusagen kämpfen muss. Also wenn ich das falsche Fass wähle oder sage, Aerith kämpft, dann kämpft sie. Aerith, hier entlang. Die Kämpfe an sich sind nicht besonders schwer, das kann ich sagen. Sie dauern halt nur lang, weil Aerith eben keine besonders starke Angreiferin ist. Gut, sie kann das mit Zaubern wettmachen. Hier gibt es auch nichts zu beachten. Und dann... Ja, sie ist jetzt einfach stecken geblieben. Sie bleibt jetzt für den Rest des Tages da. Und ich muss sagen, ich liebe diese Map, ne? Weil, wie ihr wisst, Final Fantasy VII nutzt ja vorgerenderte Hintergründe, ne? Habt ihr gesehen? Und teilweise gibt es da so richtig geile perspektivische Sachen. Es war noch ein neues Medium. 1997 war es, glaube ich, das erste 3D-RPG, was Square rausgebracht hat. Zumindest war es das erste 3D-Final Fantasy. Und guckt euch einfach mal diese Szene an. Es ist irgendwie cute, ne? Heutzutage wird man das nicht mehr so machen, weil Cloud und Aerith einfach im Vergleich zu dieser Mini-Kirche verdammt riesig wirken. Die sind einfach gigantisch. Cloud ist größer als der Kirchturm. Ja? Also als diese Empore da oben. Ich find's einfach fantastisch. Bricht natürlich so ein bisschen mit der Immersion, aber neues Medium, irgendwie ist es cute. Sie suchen schon wieder nach mir. So, das heißt, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her. Nein. Das sind die Turks. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie halten nach möglichen Kandidaten für Soldat-Ausschau. Die halten nur Ausschau? So gewalttätig, wie die da rangehen, dachte ich, die würden jemanden entführen. Also, Cloud hat sich ja freiwillig Soldat angeschlossen, aber scheinbar ist das nicht bei allen so. Nebenher sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. Die sehen ganz danach aus. Warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Sie hat einen ziemlich hohen Zauberwert. Und sie kann super Blumen pflücken. Vielleicht ist das eine Fähigkeit. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, in Soldat einzutreten. Das stimmt ja vielleicht sogar. Möchtest du eintreten? Cloud, ich dachte, du bist Ex-Soldat. Jetzt fängst du selbst mit dem Recruiting an. Ich weiß nicht, aber was ich ganz bestimmt nicht will, ist diesen Leuten in die Hände fallen.
Also dann gehen wir. Der überdimensionierte Cloud. Ich muss auch sagen, also so wirklich hinterher kommen sie jetzt nicht, ne? Und hier haben wir es wieder, ne? Da, wo Cloud jetzt gerade drauf steht, das ist irgendwie so ein Einfamilienhaus. Ja? Und Cloud ist einfach mal so groß wie das Dachgeschoss. Kommst? Hä? Ach so, verstehe. Genau, interessant. Ja. Ich find's irgendwie interessant gemacht. Warte, du sollst warten, hab ich gesagt. Aerith, wenn du ein Partymitglied bleiben willst, dann müssen wir aber ein bisschen an deiner Aerobik ändern, hier. An deiner Athletik. Uff. Langsam, verlass mich nicht. Komisch. Ich dachte, du wärst der richtige Typ für Soldat. Oh, du bist wirklich schlimm. Hey, Cloud, warst du jemals einer von Soldat? Yep. Früher mal, wie bist du darauf gekommen? Deine Augen, sie haben einen eigenartigen Glanz. Das sind die neuen Augentropfen, die er verwendet. Kontaktlinsen hat er drin. So gefärbte für Karneval, ist ja bald. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Kennzeichen der Mitglieder von Soldat. Davon hat auch Präsident Shinra gesprochen, ne? Also Marco-Augen bei Cloud. Aber wie konntest du das wissen? Oh, nur so. Nur so? Klar, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Leibwächter. Ja, ich weiß. Sie rennt mir schön hinterher. Genau. Wo bin ich? Ah, hier. Boah, die Musik, also ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich ein riesiger Nobuo Uematsu-Fan bin. Und das haben wir von Final Fantasy VII, aber das sind auch einfach, das ist Jam after Jam after Jam. Die Mucke ist so geil. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben, beeil dich, bevor er kommt. Ja, das Interessante ist das jetzt hier. Achtung, wir haben jetzt so einen Weg gewählt und sind jetzt wieder hier. Und wir können sogar in die Kirche rein. Es ist einfach genial. Wir kümmern uns um die Blumen der Dame hier. Ist das okay? Nein, ist es nicht! Ja, ist mir egal. Pflegt sie gut. Aber das ist nicht, ist mir egal. Cloud. Ja, klar. Sie sind schön. Ich werde sie später gießen. Ja, wäre nicht schlecht. Könnte ich auch mal machen. Aber Achtung, ich habe eine Pflanze, ich rede ja regelmäßig davon, wie schlimm ich zu Pflanzen bin und dass sie mir alle eingehen. Mein momentaner Wurf an Pflanzen hat sehr, sehr gut überlebt und ich muss sagen, meine Pflanze, die ich seit Jahren habe, sie blüht gerade wunderschön, es ist so ein erhellender Moment, dass der Mensch, der alles Lebende kaputt kriegt, es immer geschafft hat, eine Pflanze nicht kaputt zu bekommen. Das finde ich auch sehr interessant. Ich kann sagen, hier gibt es noch nichts zu erkunden. Genau. Aber es ist auch interessant, dass man hier quasi... Das sind die Außengrenzen von Midgar. Und ja, theoretisch könnte man hier noch ein bisschen rumrennen, aber es bringt leider gar nichts. Hey, wo komme ich denn jetzt her? Ich meine doch hier. Ja, genau. So, genau. Also in der Kirche haben wir nichts mehr zu tun. Reno sehe ich jetzt auch nicht mehr auf den ersten Blick. Dann gehen wir mal zu Aeriths Haus. Speicherpunkt. Ich habe mir auch entschieden, die Speichersequenzen rauszuschneiden, weil es dauert immer eine Weile, bis meine wirklich physikalisch definitiv vorhandene Memory Card aufgerufen wird. Und die paar Sekunden kann ich euch sparen. Random Encounter finden wir hier auch. Wir sehen dann Aerith jetzt erstmals im Kampf. Und ja, wir haben hier eine lustige Kombination aus... Wir lassen sie mal angreifen und da zeige ich euch so ein bisschen, was die Herausforderung bei Aerith ist. Ja, ihr seht, so wirklich viel Schaden macht die Gute nicht gut. Sie steht in der zweiten Reihe, aber sie ist auch keine physische Angreiferin. Wie gesagt, der Fokus bei ihr liegt auf der Magie. Der Fokus bei mir liegt auf alle Blitz.
definitiv. Das ist ein guter Zauber. Ja. Genau, fantastisch. Yes. Ich guck hier mal, was haben wir hier? Hier sind zwei Leute. Ah, so ein Ärger. Willst du nochmal zu dem Geschäft in Sektor 6? Ja. Ha, wer zum Teufel bist du? Pass auf, wie du mit mir sprichst. Ich spreche gar nicht mit dir, ich will einfach nur durch. Darf ich aber nicht. Die beiden Herrschaften blockieren mir den Weg. Wir müssen also hier herein. Und das hier ist tatsächlich Sektor 5 Slum. Eine Art, ja, ich sag mal Karte. Der Typ mit dem Rohr ist sonderbar. Egal, was man ihn fragt, er antwortet nur mit oder ah. So geht's mir nach einem durchzechten Wochenende. Hast du von Mall Market gehört? Nein. Das ist der Markt in den Slums von Sektor 6. Da kriegst du alles, was du dir nur denken kannst. Allerdings nur, wenn du es schaffst, hinzukommen. Die Straße ist so eine Sache für dich. Ja? Ach ja, vielleicht könntest du mir dann das nächste Mal was mitbringen. Aha. Aerith erscheint. Dieser Typ ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und irgendwer muss ihm hierher geholfen haben. Das ist er. Willst du ihm nicht helfen? Sehe ich so aus, als hätte ich Doktortitel in Immunologie? Na mal, ich bin kein Arzt. Hab ich eine 1A Wiederherstellen-Substanz? Vielleicht kann man die nutzen. Nein, ich glaube nicht. Außerdem hast du die Wiederherstellen-Substanz, Aerith. Hey, der Mann ist tätowiert. Ich glaube, es war die Zahl 2. Definitiv ich sonntags nach einem engagierten Wochenende. Sagt er noch was? Ja. Gut, was haben wir hier sonst noch? Wir gehen hier mal rein. Aus dem Weg, bewegt euch! Wenn du was willst, geh in den Laden! Er ist sehr geschäftigt. Was sagt der Hund? Hätte ich mir denken können. Wir gehen hier mal rein. Wie immer gilt, Sprungmarken sind am unteren Bildschirmrand oder in der Description, falls ihr diese Erkundungsepisoden skippen wollt. Ich möchte mit diesem Jungen sprechen. Scheinbar möchte Cloud das nicht. Tut tut! Nächster Halt, Midgar Midgar! Midgar Midgar. Ist das sowas wie Midgar Hauptbahnhof, ein Übersetzungsfehler, oder ist es wirklich Midgar Midgar? Sowas wie Essen, Altenessen. Wusstet ihr übrigens, dass Super Mario mit bürgerlichem Namen Mario Mario heißt? Ja, fantastischer Name. Ne, Vorname habe ich nichts gegen, aber ich möchte jetzt nicht mit Vornamen und Nachnamen gleich heißen. Und dementsprechend heißt Luigi Luigi Mario. The more you know! Fahrgäste, die in Midgar aussteigen wollen, möchten bitte läuten. Weißt du, Midgar soll sprühend, frisch und elegant sein. Ach ja, irgendwann gehe ich auch hin. Bro, du bist in Midgar. Du bist halt unten drunter in den Slums, aber gehört eigentlich zu Midgar. Hey, du wirst Waffen, zu schade. Ich habe keine Waffen, die ich dir verkaufen könnte. Und zwar, weil da zum Waffengeschäft geht's da lang. Toll. Was machst du da? Du bist für Rauchen und Cola-Dosen verantwortlich. Pass auf dich auf, das ist das Gesetz der Slums. Aber dafür brauchst du erstmal Waffen, stimmt's? Das stimmt in der Tat. Interessant finde ich, dass man im Waffengeschäft Titanreifen in erster Linie kaufen kann und keine wirkliche Waffe, sondern, also gut, Granaten sind ja Waffen. Wir kaufen 2 Titanreifen. Ihr seht unten, das finde ich ganz praktisch, die restlichen Partymitglieder, die jetzt nicht bei uns sind. Das heißt, da wir aber maximal, bei Final Fantasy 7 ist es so, du kannst maximal 3 Personen in der Party haben, deswegen sollten wir mit insgesamt 3 Titanreifen eigentlich hinkommen. Ich kaufe mir ein paar Granaten, weil die sollten tatsächlich in Zukunft ziemlich gut sein. Ich gönne mir mal 5. Ja. 5 Granaten. Ich guck mal, ob es hinhaut. Und ja, ich versuche, einige Fragen gab es in der Kommentarsektion, wie vollständig ich das Spiel spiele. Man kann bei Final Fantasy 7 daraus eine echte Wissenschaft machen. Es gibt Leute, die schaffen es, alle Items 99 Mal irgendwie zu holen. Bei denen das geht. Ne?
So ein Playthrough wird es ehrlicherweise nicht. Es gibt aber optionale Bosse und optionalen Content. Ich werde die Party auch auf Level 99 bringen. Soweit. Genau, es gibt optionale Bosse, optionale Gegenstände, optionale Quests, die man machen kann. Also wirklich, sag ich mal, Side-Content. Den werde ich definitiv absolvieren. Gegebenenfalls mache ich das in einem Stream. Das werde ich aber hochladen. Hier auf diesem Kanal. Es gibt ja auch den Zweitkanal, den ich habe. Auch da war die Frage immer mal wieder, wo landen eigentlich deine ganzen Streams? Es gibt einen Zweitkanal, der heißt The Black Streams. Ich verlinke ihn mal in der Description. Da könnt ihr also auch mal auschecken. Aber wenn es zu einem aktuellen Let's Play gehört, Achtung, dann lade ich es auf diesen Kanal, meinen Hauptkanal, hoch. Und das wird bei dem Final Fantasy 7. Da wird es Streams geben, das kann ich euch sagen. Die werde ich auch hier hochladen. Und da verpasst ihr also nichts und wieder nichts. Was haben wir hier? Alles, was Präsident Shinra sagt, ist gelogen. Möchtest du Avalanche beitreten? Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten, oder wie man die nennt, auch nicht trauen. Doch, doch, wir sind sehr vertrauenswürdige Ökoterroristen. Kann das so drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte wie die da oben. Also wem glaubst du? Mir selber. Mich selber lüge ich nicht an, so viel ist sicher. Gibt, sag ich mal, ungesundere Einstellungen, als sozusagen ein eigenes Vertrauen entwickeln. Solange man evidenzbasiert arbeitet. Nicht wahr? Sehr schön. Oh. Die obere Schublade öffnen. Leer. Untere Schublade öffnen. Leer. Wir sprechen erstmal mit ihm hier. Jetzt findet es ist keiner mehr. Die obere und die untere. Oh shit. Achso, verborgene Schublade zwischen... Ich dachte, ich hätte mir was verspielt. Ich weiß nämlich, hier gibt es eine geheime Schatztruhe. Verborgene Schublade zwischen den Schubladen öffnen. 5 Gil. Nehmen oder liegen lassen. Ich kann dem Kleinen sein Gespartes klauen. Oder ich kann es liegen lassen. Ich würde sagen, wir machen die gute Tat. 5 Gil machen den Braten nicht fett. Wir lassen es liegen. Jetzt findet es keiner mehr. Die obere und die untere. Schildkrötenparadies Nummer 1, das ist auch wichtig. Genau. Das ist so eine Fetch-Quest, kann man eigentlich sagen. Überall in der Welt sind diese Flyer verteilt. Schildkrötenparadies Nummer 1. Exzellente Weine mit dem Gewissen. Etwas anhalten bei Schildkrötenparadies. Das heißt, das war durchaus wichtig, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, man kann sozusagen später ja auch nochmal hier hin oder alternativ das Ganze finden. Aber ja, das gehört also auch zu einer Sidequest. Final Fantasy 7, wie gesagt, Spiel, was in die Jahre gekommen ist, da gab es so Themen wie Minimaps nicht, es gab nicht Questmarker oder Sidequestmarker. Das heißt, ich kann jetzt nicht ins Menü gehen und irgendwie mir die Sidequests auswählen. Ich muss das einigermaßen im Kopf behalten. Ihr könnt ja mal in die Kommentarsektion schreiben, wie ihr das denkt. Richtig, wir handeln hier nur gegen Gold. Ich persönlich finde fast, die modernen Spiele sind mir ein bisschen zu sehr in puncto Handholding. Ja, also, dass die sagen, okay, geh jetzt einfach nur dem Marker hinterher, du findest es schon, also du, ja, also quasi kein Vertrauen mehr in den Spieler zu haben, sondern eigentlich vorauszusetzen, ja, man, auch interessant finde ich hier übrigens, Clouds Fuß klippt aus der Map raus. Wunderbar. Nein, also, okay, ich wollte eigentlich nur das Rohr ansprechen. Nein, genau. Also generell muss ich sagen, da sind mir viele moderne Spiele ein bisschen zu handholdy unterwegs. Natürlich geht es darum, das Spiel möglichst accessible zu halten, aber ich persönlich mag es eher, wenn man für ein Spiel auch ein klein wenig arbeiten muss. Und für Final Fantasy VII muss man das definitiv. Da gibt es einige Dinge, die man ja im Grunde genommen liegen lassen kann. Was mache ich? Ich laufe herum und gucke auf den Boden. Man kann eine Menge Sachen finden, die Leute verloren haben, wenn man nach unten guckt. Die findest du nicht, wenn du nach oben guckst. Stimmt's? Oder was war das? Stimmt's oder stand da irgendwas anderes? Nee, stimmt's. Ja. Stimmt's oder hab ich recht? Recht hast du. Was mit ihm? Hoppla! Denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer fressen kannst. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Nein. Egal, ob du nur Schrott hast oder Substanz hier in den Slums, kannst du alles kriegen. Du hast jede Menge Substanz. Warum guckst du sie dir nicht genauer an? Das werde ich in der Tat mal tun. So, Substanzladen. Ich kann jetzt mir theoretisch Substanzen kaufen. Es sind keine neuen Substanzen. Es gibt eine Feuersubstanz, eine Eissubstanz, eine Blitzsubstanz und eine Wiederherstellungssubstanz.
haben wir alles, ne? Ich würde sagen, alles und Blitz. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Bedarf, mir eine neue Substanz zu holen. Deswegen hätte ich gesagt, wir lassen das mal. Vor allem, weil diese Substanzen, kann ich sagen, sind relative Dauerbrenner. Die findet man oder kann man auch regelmäßig kaufen. Substanzen kann man eben auch verkaufen. Kann ich jetzt nicht, weil ich alle ausgerüstet habe. Und genau, ich könnte theoretisch mal diesen Bronzerei verkaufen. Die Leute, die diese 100%-Challenge machen, die würden das jetzt nicht tun. Ich mache es, weil ich einfach keinen Sinn darin sehe. Ich habe den Titanreif, der ist wirklich in jeder Hinsicht besser. Einen habe ich sogar noch übrig. Der tödliche Müll verkauft für 1. Ich glaube, den will keiner haben. Stell dir mal vor, hier im Rewe, im Supermarkt oder so, ne? Oder beim Pfandleier. Hey, hier ist tödlicher Müll. Wenn du den annimmst in die Hand und 2 Monate mit dir rumträgst, dann wachsen da Geschwüre raus. Willst du das vielleicht nicht mal kaufen? Ich glaube, das ist ja nicht so populär. Substanzen kaufen wir uns also keine. Ich hoffe mal, ich übersehe jetzt hier nichts. Wir waren hier drin, wir waren hier drin, wir waren da unten. Geht's nicht lang. Ach so, es gibt ja hier mein tolles Item. Genau. Ja, genau. Also ihr seht, hier haben wir irgendwie einen Bildschirm. Ich möchte aber dazu sagen, ich finde diese Hintergründe einfach phänomenal gestaltet. Mir macht das total Spaß, diese vorgerenderten Hintergründe zu sehen. Die sind mit richtig viel Liebe zum Detail geschaffen. Ist so ein bisschen so eine verlorene Kunst damals aus der PlayStation-Ära, die es heutzutage nicht mehr gibt. Finde ich sehr schade. Pixel Art ist besonders gut. Ich speichere mal eben kurz. Genau, ich habe die Speicherpause mal genutzt, um mir ein bisschen was zu trinken zu holen. Die Kehle wurde trocken. Nein, was ich sagen möchte ist, Pixel-Art-Spiele findet man heutzutage in einer exzellenten Qualität. Vorgerenderte Hintergründe sind so ein bisschen ein Artefakt der insbesondere PlayStation-Ära, gab es auch auf anderen Systemen, die so ein bisschen, ja, fast verloren gegangen sind. Und ich finde, wenn man sich Maps wie diese hier anguckt, finde ich das sehr schade, weil ich dieses Stilmittel populär natürlich durch die Final Fantasy Reihe, das ist so eigentlich mit die populärste mit den vorgerenderten Hintergründen, aber auch das erste Resident Evil bis hin zum Resident Evil Remake auf dem GameCube. Hier befindet sich noch eine Substanz, nämlich Schutz, die rüsten wir direkt mal aus. Genau, ist es ein bisschen so eine verloren gegangene Kunst der, ich sag mal, späten 90er und ich finde das sehr ästhetisch. Das hier, ja, sehr gut, Schutzprozent höher, plus 20. Im Hintergrund steht irgendwas, was man nicht lesen kann, weil es überlagert. Ne, im Grunde genommen schützt Verbündete bei Angriff. Das heißt, es gibt, glaube ich, auch in Final Fantasy VI so eine Bodyguard, so ein Skill, ne, dass sich also jemand, einen Charakter, der einen höheren Verteidigungswert schützend vor jemanden stellt, der einen geringeren hat. In dem Fall würde Cloud eben Aerith schützen. Die hat nämlich Verteidigung 32, Cloud hat Verteidigung 38. Er nimmt nicht so viel Schaden, obwohl Aerith steht in der zweiten Reihe. Generell muss man zu dieser Map sagen, ich finde es eine ziemliche... Ja, wenn man sich die anderen Maps mal anguckt, hier ist es natürlich alles sehr natürlich. Du hast einen tollen Wasserfall, du hast Blümchen, die wachsen. Also man wird... Das Haus sieht auch relativ aufgeräumt aus, wo überall anderes nur, sage ich mal... im Grunde genommen Slums sind einfach... gespeichert habe ich schon... Also wo eigentlich alle anderen Gebäude so aus Wellblech zusammengehauen sind, ist das ein wirklich hübsches kleines Altbauhaus. Also man sieht, man will subtil darauf hinweisen, dass Aerith halt eben ein Charakter ist, der so ein bisschen hervorsticht. Ich bin zu Hause, Mama. Das ist Cloud, mein Bodyguard. Bodyguard? Heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt. Ich bin in Ordnung. Cloud war bei mir. Danke, Cloud. Und was machst du jetzt? Ja, Mission erfüllt. Ich würde sagen, zurück zu Avalanche, oder nicht? Ist Sektor 7 weit von hier? Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Freundin. Ich habe gesagt, ich bin Team Tifa, deswegen, ja. Und das stimmt ja auch. Also ich meine, wenn man jetzt Freundin im Sinne von Girlfriend sieht, dann nicht. Na, aber eine Jugendfreundin ist sie auf jeden Fall. Deswegen, ja. Clouds Posen sind fantastisch. Oh, wie schön. Es
da jemand eifersüchtig? Na, das ist nett. Also, Sektor 7, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl. Warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Reine Gewöhnungssache. Also entweder wissen die Turks nicht, wo sie wohnt, was relativ schwer ist, weil das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir hier wirklich Blumen außerhalb der Kirche gesehen haben und außerhalb ihres Blumenkorbs. Das heißt, theoretisch müssen sie nur irgendwo hingehen, wo sich Blumen befinden. Und allein optisch kann man schon sagen, das passt zu Aerith. Vielleicht haben sie es einfach noch nicht gefunden. Reine Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht, sich von einem Mädchen helfen lassen. Ein kleiner Shovi ist er schon. Eben das mit der Substanz-Mansplänen. Und dann jetzt sich von einem Mädchen helfen lassen. Ein Mädchen? Was meinst du denn damit? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Genau, Girl. Aerith Girlbossed mal ein bisschen Disziplin bei Cloud rein. Mama, ich bringe Cloud zu Sektor 7. Ich bin bald wieder da. Nein! Mutti ist nicht begeistert. Ja klar, bring 20er Chicken McNuggets mit. Aber Schatz, ich geb auf. Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht, Mama. Aerith, bitte geh und mache das Bett. Das eine, wir schlafen hier zu dritt in einem Bett. Nein. Genau, das ist das Haus. Ich finde, wie gesagt, ihr kennt ja das andere Dekor, was wir indoor gesehen haben. Ich finde, das Haus ist so richtig schön rustikal, ne? Es sieht einfach aufgeräumt aus. Ein schöner, massiver Steinboden. Das, ich weiß nicht, was das ist. Es scheint mir ein Röhrenfernseher zu sein oder ein neues Brother-Multifunktionsgerät. Und dabei viele Blümchen. Deine Augen glänzen so. Du bist von Soldat, oder? Ja, zumindest früher einmal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Aerith irgendwas zu sagen? Soldat, Aerith packt es nicht, wenn ihr nochmal jemand wehtut. Okay, was ist da die Geschichte? Also sie kennt sich mit Soldat aus. Da scheint auf jeden Fall irgendeine Verbindung zu Soldat zu bestehen. Dem müssen wir auf die Spur kommen. Um zu Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6 gehen. Sektor 6 ist etwas gefährlich. Du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Ich habe alle Blitz. Ich rasiere da komplett durch. Cloud. Gute Nacht. Ich habe da persönlich immer so eine Sache. So ein Pet-Peeve von mir. Ich fange oft an, quasi in RPGs Betten zu zählen. Das ist so. Oh Mann. In dem Haus haben wir zum Beispiel jetzt zwei Betten. Gut, man kann jetzt argumentieren. Du scheinst ganz schön müde. Ich habe schon lange nicht mehr in einem Bett wie diesem geschlafen. Oh ja. Seit damals. Mensch, wie bist du gewachsen? Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht. Yes. Also genau, Pet Peeve. Ich finde das irgendwie so nice gemacht. Also, Clouds Augen, dass die da jetzt so aufblind. Ich muss eingeschlafen sein. Ja. Ist, glaube ich, auch Ziel und Zweck der Sache. Aber du könntest vielleicht auch mal deine Schuhe ausziehen, bevor du dich ins Bett legst, Cloud. Wolke. Wölkchen. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ich sollte es alleine schaffen. Genau, genau. Stichwort Betten zählen. Ne? Ganz oft ist es so, dass in RPGs die Anzahl der Betten nicht zu der Anzahl der Personen passt. Jetzt kann man hier sagen, okay,
Aerith, und das ist jetzt nicht das Gästezimmer, das Zimmer der Mutter. Die Mutter schläft jetzt auf der Couch, so generell. Ja, genau, hier kann ich nicht rein, aber ich möchte zu diesem Teil hier. Da. Trank, Phönixfeder erhalten. Top, was haben wir hier? Also, ich gehe nicht etwa zurück. Ich kann hier nicht wieder zurück, weil Cloud jetzt automatisch geht. Ich sollte es alleine schaffen. Sehr leise vorbeischneichen. Ich glaube, hier befindet sich nichts. Okay, wir sind ganz still. Und ich bleibe am Geländer hängen. Das ist kein Problem. Es geht gleich weiter. Mutter hat sich in Luft aufgelöst. Oh, Mutter hat sich in Luft aufgelöst. Es ist immer noch taghell. Ich speichere nochmal. So, auf geht's. Ich hoffe, ich habe nichts liegen gelassen. Ansonsten, die Kommentarsektion steht euch offen. Ich gehe hier nochmal lang. Aber nein, da war ich überall drin. Wie gesagt, das ist dieser kleine Hinweis mit dem Pfeil. Da weiß ich, wo Cloud sich befindet und mögliche Ein- und Ausgänge. Ich mache es nur mal im Notfall an. Ja, also so. Oh, Madame! Du bist aber ganz schön früh auf. Wie hat sie das denn geschafft? Kennt Geheimwege. Wie konnte ich dich bitten, mitzukommen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich sein könnte? Bist du fertig? Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu Tifas siebtem Himmel zu gelangen. Ich habe den Namen von Tifas Bar nie erwähnt. Sie kennt sich wirklich aus. Ich bring dich hin, komm mit. Und wie kommst du zurück? Elmira Mutti hatte recht. Man kann es ja wirklich nicht recht machen. So. Hier gibt es dann wieder Zufallskämpfe. Und ich hoffe, da kommt jetzt einer meiner Lieblingsgegner. Da ist es. Das Haus. Das Höllenhaus sogar. Es ist fantastisch. Es ist ein Gegner und dieser Gegner ist ein Haus. Ein absolut legendärer Gegner. Ich muss sagen, ich bin sehr angetan von den Monster-Designs hier. Was die mit diesen, sag ich mal, geringen technischen Möglichkeiten machen, ist schon wirklich fantastisch. Ja, genau. Auf der PlayStation 1 und Selbstmordtropfen. Ja. Das ist absolut abgefahren. Genau, also dieses Höllenhaus ist, wie gesagt, einer der legendären Monster-Designs. Ich kann auch sagen, es wird auch im Remake wieder aufgegriffen. Man bekommt da einen speziellen Slot. Es ist tatsächlich ein Gegner, das sieht jetzt gerade nicht so aus, ne? Der aber schon auch ziemlich reinhaut. Also ich finde, so für so einen Random Encounter, ihr seht, wie viel das A schluckt und B einfach auch, wie viel Schaden er macht. Also der zieht mir fast ein Viertel meiner Kraftpunkte ab. Das ist für so einen Random Encounter schon ziemlich heftig. Dafür haben wir Limit Breaks. Das funktioniert also. Genau! Wir bekommen ordentlich Erfahrungspunkte und vor allem relativ viel Gil dafür. Wie in anderen Spielen kann man natürlich auch heilsauber auf der Karte wirken. Das mache ich jetzt einfach mal. Die 5 MP investiere ich gern. Super. Genau, hier haben wir ein kleines Rätsel und Labyrinth. Ich bin ein bisschen irgendwie, ich bin nicht mehr an dieses, ihr kennt das hier im D-Pad, ne? Dieses Teil hier, bin ich nicht mehr so daran gewohnt und es ist ein bisschen hakelig mit dem, easy, das machen wir jetzt mal eben kurz mit Blitz, Präventivangriff sogar. Genau, ich bin nicht mehr gewohnt und mit dem Analogstick ist es ein bisschen wonky, muss man sagen. Oh, okay, die überleben das. Ist es ein bisschen wonky, weil, ja, ich sag mal so, der ursprüngliche PlayStation Controller, ich kann ihn wahrscheinlich mal einblenden, das mache ich mal eben unten hier. Der ursprüngliche PlayStation Controller hatte diesen Analogstick nicht. Ne? Das heißt, er hatte wirklich nur dieses sogenannte D-Pad Steuerkreuz und damit hat man sich dann quasi weitergeholfen. Und darauf sind diese frühen Spieler halt eben vor dem Release des ersten DualShock-Controllers, glaube ich, ausgelegt gewesen. Darunter eben auch Final Fantasy VII, deswegen spielt man es besser nur mit diesem Steuerkreuz. Ich spiele es persönlich mit einem PS4-Controller. Liegt einfach daran, dass ich A lässt er sich so gut hiermit verbinden. Und ja, genau. Perfekt. Diese Map ist absolviert.
Und dann... Das Tor zu Sektor 7 ist dort drin. Danke, jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Wenn dich so ein Höllenhaus in der Hälfte zerteilt, ist das nicht mehr mein Problem. Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Bring sie nach Hause oder bring sie zu Sektor 7? Ich hätte jetzt gesagt... Also ich meine, es ist wieder so ein dämliches Hin und Her. Ich hätte jetzt gesagt, ich bring sie nach Hause... Ja. Ist das nicht ein Umweg? Vermutlich schon. Also ich meine, was war denn ihr Plan? Irgendwie müsste sie... Können wir eine Pause machen? Also was war denn ihr Plan? Kann sie... geht sie dann jetzt allein zurück? Weil die Monster sind schon für einen Level 7 Charakter jetzt ziemlich abgefahren. Ich muss sagen, ich liebe diesen Spielplatz mit diesem riesigen Vieh. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ein Kätzchen oder ein Mogri. Ja. Hier haben wir ansonsten noch eine interessante Rutsche. Schaukel, fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass das immer noch hier ist. Ja, eben an einem einfachen Weitsprung scheitern, aber jetzt da behende mal eben dieses Vieh hochkraxeln, das geht. Cloud, hier! Cloud scheint da nicht so wirklich Bock drauf zu haben, aber er hat auch keine Wahl. Er ist ein Mann für alle Fälle, das bedeutet auch, dass man auf Spielplätze klettern muss. Kennt ihr das an Spielplätzen? Da stehen ja immer so ein Schild mit Altersbegrenzungen, ne? Irgendwie bis 14 Jahre oder so, bis 12 Jahre darf man da drauf. Frag mich, was passiert, ob es juristisch bindend ist, wenn man dann da rumlungert, ob man das darf oder nicht. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht unbedingt jemand, der sich auf Spielplätzen aufhält, ganz im Gegensatz zu Aerith und Cloud. Welchen Rang hattest du? Rang? Du warst schon bei Soldat. Oh, ich war... Erste Klasse. Beste Cloud. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War es dir ernst? Nö. War so ein Flirt. Nein, aber für eine Weile habe ich ihn gemocht. Wahrscheinlich kannte ich ihn. Wie heißt er? Ist echt nicht wichtig. Da kommt was angefahren durch das Tor. Das ist ein interessanter Wendehammer. Wie? Hey, da hinten. Tiefer? Interessante Kutsche, auf der sie da hantiert. Das Mädchen im Wagen war Tiefer? Was macht sie? Sie sah sonderbar aus. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon der Konkurrenz? Die sah irgendwie seltsam aus. Ja, aber sie sah wirklich nicht so aus, wie wir sie kennen. Warte! Ich gehe allein nach Hause, geh heim! Sie hört nicht auf dich, Cloud. Du kannst es immer wieder probieren. Ja, und einfach mal 5 Meter darunter gesprungen. Generell, was ihr da gesehen habt, das war dieses Federvieh, glaube ich, ist erstmal aufgetreten. Es gibt so ein paar, also Final Fantasy generell, jeder Teil spielt in einer eigenen Welt. Es gibt jetzt keine Teile, die, also zumindest die durchnummerierten. Ne? Also 1 ist in einer anderen Welt als 2, als 3, als 4, 5, 6, 7 und so weiter. Es gibt aber innerhalb der Welt oft auch noch, also ab und zu gibt es Fortsetzungen. Zum Beispiel gibt es Final Fantasy 10, 2. Das ist dann die Fortsetzung von Final Fantasy 10. Also das heißt, Final Fantasy 11 ist nicht die Fortsetzung von Final Fantasy 10. Achtung. Und es gibt aber Elemente, die sich über alle Final Fantasies erstrecken. Ne? Bestimmte Dinge, die wiederkehren. Darunter sind auch diese Vögel, diesen Vogel, der die Kutsche gezogen hat. Das ist ein sogenannter Chocobo. Das sind Reitvögel, die werden da in dieser Final Fantasy-Welt wie Pferde benutzt, kann man eigentlich sagen. Und ja, Chocobos treten, soweit ich weiß, in so ziemlich jedem Final Fantasy auf und sind halt so eine Sache, die diese Welten, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, miteinander verbindet. Zum Beispiel, die Settings sind auch unterschiedlich. Final Fantasy VII, wie ihr seht, ist eher so ein Steampunk-Setting, sehr modern, fast schon ein bisschen futuristisch. Final Fantasy IX hat beispielsweise ein mittelalterliches Setting. Daher unterscheiden die sich schon recht deutlich. Hier gibt's aber ansonsten nichts für mich zu tun. Ich renne Aerith mal hinterher. Whoop. Und dann sind wir hier. Die Musik ist einfach
Toll. Aerith macht schon mal die ersten organisatorischen Dinge. Dieser Ort ist ganz schön gefährlich, besonders für ein Mädchen. Wir müssen tiefer schnell finden. Aerith, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du wärst auch im Gefahrenbereich. Du rennst da rum, wie selbstverständlich, aber Angst hat die Gute nicht. Wir können ihr nicht vorwerfen, dass sie ängstlich ist. Genau. South. Da geht's also raus. Wir befinden uns hier in dem sogenannten Wall Market. Ja, zu Deutsch Wandmarkt. Und ja, das wird tatsächlich der Inhalt der nächsten Folge sein. Hier ist ein Speicherpunkt, den nutze ich jetzt auch mal. Ja genau, ich mache hier einen Cut, weil sich hier einfach auch guten Cut machen lässt. In der nächsten Folge geht dann die Walmart Hauptquest weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und oder Abonnement da. Das würde mich außerordentlich freuen. Und dann sehen wir uns zu Folge 4 von Final Fantasy 7, wo wir den ganzen mal auf der Spur gehen. Warum sah Tifa so anders aus? Warum befindet sie sich in einer Kutsche? Was ist mit den anderen Mitgliedern von Avalanche in der Zwischenzeit passiert? Genau diese Fragen werden wir in der nächsten Folge versuchen zu beantworten. Folge 4, wie gesagt, freut mich, wenn ihr da wieder reinschaut. Und dann freue ich mich, euch da wiederzusehen. Bis dahin, bleibt bitte unbedingt gesund. Wir sehen uns, bis dann und Tschüssikowski!